Aber ich habe mir überlegt, wir könnten ja eigentlich erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Ah! Stimmt, das eigentlich. Es ist tragisch. Für mich ein tragischer Tag. Das ist eben, das habe ich aber lange nicht gewusst. Stimmt, ja. Jetzt, ich erzähle dir meine Seite. Ja. Ja? Meine Seite ist so gesehen, dass, ich weiß noch, wann es gesehen ist, Dezember 2012. Ja, weil das mein allererster Auftritt gesehen ist. Ja. Und zwar hat der Büssi hat mal gesagt, hey, komm mal ins, wie heißt es? Weisser Wind. Ja, komm mal in Weisser Wind. Ja, stimmt, ja. Wir haben dort Lachermacher. Mit Herrn Gundelfinger. Genau, der Dani Gundelfinger. Die alte Manager, ja, wo jetzt das Comedy House betreibt. Genau. Und er hat schon früher viel für Comedy gemacht und hat comedy.ch gehört ihm. Ja. Ist zwar nicht auf dieser Webseite drauf, aber. Ja, stimmt, ja. Man könnte viel mehr draus machen. Ja, Hauptsache es geht. Und er hat das Lachermacher im Weissen Wind organisiert. Ja, stimmt, das weiß ich noch. Und ich habe so gedacht, geil, mein erster Auftritt, dann gehe ich da in so ein cooles Restaurant, Lokal, Bühne, was weiß ich, in Zürich. Und ich hatte jetzt so 10, 15 Minuten, habe ich vielleicht mal gehabt, wo ich mal so vorbereitet habe. Oh, und danach komme ich da rein und dann ist es einfach leer. Habe ich gerade sagen, wir haben das, glaube ich, alle so gefühlt gehabt, dass wir denken, hey, das wird der Hammer schon, das wird Pumpe voll. Kurz vor Weihnachten. Und ich dachte, weißt du, viele Leute wollen lachen. Das Schlimme ist, dass ich ein Video gesehen von Lachermacher, irgendwie 2 Jahre vorher. Und dort war Bude Bums voll, weil irgendwie der Javi Garcia ist auftreten und hat irgendwie seine Kollegen mitgenommen und sonst noch ein paar Leute. Ja. Und dann habe ich so gedacht, ja, so wird's, weißt du? Ja. So. Und dann komme ich dann an und dann sehe ich so ein bisschen, wo man so ein bisschen so mit so einem Sorry anschaut. So. Ja. Und ich gebe ihm so die Hand und wir haben dort beide noch Bernerchi geschafft und ich habe immer den einen Chef nachher gemacht. Wo ich mal hatte. Ja. Hansi Knoblauch heisst der. Okay. Fucking Legend. Okay. Und der redet so, ja. Wirklich? Ja, der tut so reden. Ja. Ist er Österreicher? Er spielt alles eben. Okay. Das ist richtig groß. Er ist irgendwie halb Bayer, halb Österreicher, wohnt in Berlin. So, in dem Stil. Okay. Also, ja, tut immer so reden. Ja. Und ich weiß nicht, ich laufe da ins Backstage, hinter dem Vorhang. Und. Und danach gebe ich. Nein, da musst du mal erklären, dass Leute checken. Also, der Backstage ist. Ein Vorhang. Ihr Vorhang gesehen. Das. Danke, Charlie, dass du es erklärt hast. Ja, nein, weißt du, wenn du was sagst, hinter dem Vorhang meint man. Es gibt mehr hinter dem Vorhang, es ist ein Räumchen. Nein, es ist einfach ein Vorhang. Und danach. Es ist ein Vorhang. Nichts. That's it. Ja. That's aber wir müssen auch sagen, nicht, dass wir Lachen machen jetzt nicht wenn fertig machen. Nein, nein. Es war einfach ein schlechter Abend, gewesen, sagen wir so. Schlecht platzierter. Auftritt es vor. Ist das Einzige, was ich weiß. Also, okay. Ich laufe dort hinten, gebe ihm Büssi die Hand und danach mache ich eben den Hansi nach. Weil wir immer so, wir tun uns immer so anrufen, so, grüß dich. Ah. Und danach sage ich so, ein Witz, wo mir der Hansi erzählt hat, das ist wirklich ein wahrer Witz, den er mir erzählt hat. Kennst du Karl Valentin? Ah, das war ein berühmter bayerischer Kabarettist. Ah. Der hat mal gesagt, zum Glück hieß Adolf Hitler nicht Kräuter, sonst hätten alle immer Heilkräuter geschrien. So, und ich erzähle ihm so da. Okay, und danach höre ich einfach aus dem Ecke, höre ich die lachen. Ich hoffe, es einfach so bescheuert ist. Und ich bin so ein Mensch, wenn irgendjemand lacht, wenn ich etwas gesagt habe, dann ist das schon mein Buddy. Okay. Schon mein. Deswegen. Ja, logisch. Weil ich gelacht habe, das war alles gesehen. Wow. Wow! Hast du alles gesehen? Wow! Nein, dann, nur schnell. Haben wir uns wieder gesehen in der Zukunft. Ja, stimmt. Wo ich meinen zweiten Auftritt gemacht habe, wo du mir so ein Backhanded Compliment gegeben hast. Backhanded Compliment? Ja. Ja, du hast gefunden. Ah, das ist mega gut gewesen. Gar nicht gewusst, dass es so gut kannst sein. Du warst so erstaunt quasi. Erstaunt, dass es so gut ein Auftritt war. Aber es war sicher ein Gag, das habe ich sicher nicht ernst gemeint. Ja, ich habe dich nicht wirklich kennt. Du bist eh dort mit dem Dani umgegangen. Ja, genau. Ja. Der Gundelfinger. Ja, der Gundelfinger. Und dann haben wir uns so kennengelernt. Und dann sind wir richtig Friends geworden, wo wir für Glanz und Gloria ein Igloo gebaut haben. Ja, genau. Ich war so krank nach dem Jahr. Aber erzähl jetzt deine Seite von der Geschichte, weil das habe ich lange nicht. Ja, genau. Meine Seite war ganz anders gewesen. Eben Acho und ich und meine Mom und meine Schwester. Also hauptsächlich
Also die zwei, alle anderen also, habe ich sonst mittlerweile deine gesagt. Deine Mom, deine Schwester und einfach, du? Ja, meine Familie, einfach seit vor den Auftritten, mhm. wir nie schlechte Nachrichten übergeben. Mhm. Oder mich nicht stressen über irgendetwas. So. Wir kommen dort an, so wie bei dir. Ich denke, ja, weißt du, mit einem coolen Abend, weißt du, kurz vor Weihnachten mit Pumpe voll. Es war leer. Aber ja, am Schluss, wie viel sind im Publikum gegangen? Ich weiß es noch ganz genau. Achtung, ich sag dir, es sind 8 Menschen im Publikum gesehen. Und nach der Pause nur noch 4. Wie der andere seine Kollegen. Der Sevi Riechiger einen anderen Auftritt gehabt und mit denen dann weiter ist. Ja, genau, ja. Und von denen 4 ist einer noch der Jardin gesehen, der Manuel Jardin Duvin, mit ja. damaliger Regisseur und sein Kollege. Also, ich glaube, gezahlt haben 2 Menschen. Ja. Aber Dani, und es sind noch Künstler im Publikum gehockt. Ja, wir sind in 2 Hälften, sind wir ja, genau. gesessen. Ja. Genau, ja. Aber der Dani hat Freude gehabt, weil sie Backstage-Catering hätte so können zahlen. mit den 2 Eintritten. Du hast dann im Fall noch genau. ein bisschen Chips. Eier, und Aromat. Fleischkäse, Aromat. Auf jeden Fall. Komm dort an. Eben, ich habe gesagt, nie schlechte Nachrichten übergeben. Und vor dem Auftritt. Ja. Vor dem Auftritt. Egal wie viele Menschen zum Auftritt kommen. Ja, genau. Und dann, dort, wo, wenn du den Witz gemacht hast, dort habe ich die schlechte Nachricht noch nicht gehört. Ja. Dann war ich noch tipptopp. Ah, wirklich? Ich habe gemeint, du hast sie aber schon gehört. Nein, dort bin ich noch gut drauf. Das Problem ist, bei deinen Geschichten sind andere jedes Mal. Nein. Ich kann mich einfach nicht mehr richtig erinnern. Nein, weißt du, weil das letzte Mal hat es mich so richtig berührt, weil du hast schlechte Nachrichten gekriegt und hast gesagt, das ist das erste Mal gewesen, wo du nachher wieder hast können lachen. Und ich habe so gedacht, ah, und jetzt sagst du, nein, warte, nein, warte, eben nein, doch. Wenn ich dich gesehen habe, dort unter den Witz gemacht hast, dort habe ich es noch nicht gehört. Dort war wirklich noch alles tipptopp, weil ich weiss, es war eine Stunde vor dem Auftritt gewesen, und ich bin ja immer 2 Stunden vor dem Auftritt dort. Da habe ich eine ganze Stunde schon dort verbracht. Nein, meistens bin ich wirklich 2 Stunden vor dem Auftritt dort. Da habe ich eine ganze Stunde verbracht. Das glaubst du selber nicht. Nein, wirklich, schiss so, Alter. Meistens, ich schwöre es dir. Wenn du vor allem 8 Uhr anfängst, wenn du schon am 8 Uhr anfängst, am 6 Uhr sind wir meistens dort. Ab und zu habe ich sie. Ab und zu. Auf jeden Fall, dort habe ich die schlechte Nachricht noch nicht gehört. Und dann bist du reingekommen, machst du Witz, ich lache, glaube kurz nachher, dann. Habe ich es nachher gehört, glaube ich. Aber dann habe ich ab irgendetwas anderes gelacht, weil ich kann mich nicht erinnern, dass es der Gag war. Okay. Bist du sicher, dass es der Gag war? Ja, also ich weiß noch 100%, dass ich dir erzählt habe. Und dass das erste war, was du von mir gehört hast. Weil ich habe dich dort noch nicht bewusst wahrgenommen. Weil du bist irgendwie auf so einem Tisch gesessen.